55 Jahre hat es gedauert, bis auf dem Franz-Zeller-Platz eine Gedenktafel angebracht wurde. Diese Gedenktafel stand hier unbeschädigt nicht ganz 2 Monate und wurde Ende August zerstört. Mit einem gezielten Steinwurf wurde die Leitschrift "Nun gute Nacht" zerstört und sie wird in Zukunft nicht mehr leuchten. Und das Bild von Franz Zeller wurde mit Lackspray übersprüht. Doch eine gezielte Aktion. Die Zerstörung wird so erhalten bleiben. Und vielleicht auch darauf hinweisen, dass es offenbar im Jahr 2010 nur 2 Monate möglich ist, an einen kommunistischen Widerstandskämpfer, der im Jahr 1942 geköpft wurde, zu erinnern. Franz Zeller Platz, das Einfallstor zur Kunsthalle im August 2010. Gelbe Glassplitter als Überrest dieser Aktion.